Ja, liebe Ingolstädterinnen und liebe Ingolstädter, diese Woche konnten wir mit dem Spatenstich den Weiterbau der Nordumgehung Geimersheim feiern. Seit 2001 bemühen sich der Landkreis Eichstätt und die Stadt Ingolstadt um die 7,5 Kilometer lange Strecke der Nordumgehung Geimersheim. Durch den Spatenstich schließen wir nun das letzte Teilstück vom Kreisel bei Etting bis zur Ostumgehung um Etting, sodass wir insgesamt dann die Nordumgehung Geimersheim zum Abschluss bringen können. Dies ist eine verkehrliche Maßnahme, die unsere Bürgerinnen und Bürger im Norden von Ingolstadt von dem vielfältigen Verkehr, der gerade durch Audi und das GVZ entsteht, auch entlasten zu können. Das Projekt hat uns nun 4,1 Millionen Euro gekostet und wir sind sicher, dass wir damit insbesondere auch die Ettinger Bürgerinnen und Bürger vom Verkehr entlasten können. Wir haben einen großen Wohlstand in unserer Stadt und dieser Wohlstand führt natürlich dazu, dass die Menschen auch sehr gerne mit dem Auto fahren, sich auch mehrere Autos leisten können und dass deswegen natürlich auch der Verkehr in unserer Stadt aufgrund dieses Wohlstands besonders intensiv ist. Und deswegen müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir es schaffen, dass wir die Menschen von diesem zusätzlichen Verkehr auch entlasten können. Die Nordumgehung Geimersheim ist hier ein gutes Beispiel dafür, wie es durch eine Kooperation zwischen dem Landkreis Eichstätt und der Stadt Ingolstadt zu einer guten verkehrlichen Maßnahme gekommen ist. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen.